Leute, 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 konzentriert euch. Jamin, sagt er euch dein Name was? Warte, ja, warte, warte, damit ich jetzt nicht ein Vollidiot bin. Jamin oder Jamin? Jamin, Jamin. Inshallah, haben wir es richtig gesagt. Der Newcomer von letztem Mal, den du uns gezeigt hast. Dankeschön. Ist er im Kopf geblieben? Ja. Augenbeam-mäßig hat der abgeliefert, Digga. Abgeliefert. Und ich habe euch gesagt, wir werden den jetzt nochmal auf seinen Weg verfolgen und gucken, was der junge Herr macht. Weil das war sehr vielversprechend, sein erster Song. Und heute reagieren wir, Leute, auf Jamin Overdose. Overdoses oder Overdose. Ja, yeah, Overdose. Also, Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Assalamu alaikum, wir sind die Ravenas, let's go. Viele neue Faces. Erste einfach nur die Basics. Mädels wissen Baba auf paar Ace-Kicks. Striving for the greatest. Dieses Leben, ja, ich taste es. Hate nicht nur, weil du Copy-Paste bist. Ah! Tasted, weil du Copy-Paste bist. Krass. Guck mal, das ist immer dieses, was viele Rapper vergessen, ist nochmal wie, also die wollen Hauptsache mehrsilbisch reimen, gell? Aber vergessen mit ihren mehrsilbigen Reimen vollkommen, wie die Wörter insgesamt klingen. Die Konsonantenreihenfolge. Was du gerade gesagt hast mit Taste, wie heißt es? Tastest. Das klingt so schön. Ja. Da muss der Reim nicht zehnfach silbig sein, sondern dieser Klang ist einfach geil. Naja, das stimmt. Und das verstehen viele Rapper nicht. Dieses Leben, ja, ich scheiße es. Und sie hat Liebe für mich. Sie fühlt den Zorn und sie tanzt zu dieser Melodie, bin wie in Trance. Sie hat 3-4 Chicks und ich hab ein, 2 Bros. Ich lebe dieses Leben bis zur Overdose. Ich will leben wie ein Rockstar, mach worauf ich Bock hab. Step aus der Siedlung heraus, direkt in den Topfloor. Frag mich, was ich sonst mach, nimm an einem Sonntag. Boah, wie geil. Nice. Voll mal auf diesen Beat. Sag euch ehrlich, der und Jamule, ein Song. Boah. Das war das Müll, ja, auf jeden Fall gerne auf die deutsche Landkarte setzen. Ja. Assalamu alaikum, das würde er sagen. Und meine Nachbarn rufen schon wieder die Cops an. Steig aus mein Spaceship, pack mich auf die A-List. Hustle hat, ich stehe erst am Anfang, nur die Basics. Ich habe keine Ahnung, du weißt, es ist eine Frage der Zeit, die mir rising. Welcher Jib, welche Party? Ich muss in die Boot, ich habe Nachricht. Nehme ich sie jetzt mit oder lass ich? Der hat der so eine nice Stimme. Ja. Der ist mega musikalisch, ist krass, richtig. Der kann gut viben. Mhm. Das, das, kann man, das kann man dem echt lassen. Ja. Der, go. Welcher Typ, welche Party? Ich muss in die Boot, ich hab Nachricht. Sie ist nade. Nehme ich sie jetzt mit oder lass ich? Viele neue Faces. Erste einfach nur die Basics. Mädels wissen Baba auf paar Ace-Kicks. Striving for the greatest. Dieses Leben, ja, ich chase es. Hate nicht nur, weil du Copy-Paste bist. Best believe ich. Geh mein Weg, hab dich hinter meinen Hügel. Wow, shit. Wow. Das war nice, Digga. Wow, wirklich. Schon mal noch schön die EZB im Hintergrund, Brudi. Ja, Mann. Frankfurt. DNA. Viele neue Faces. Erste einfach nur die Basics. Mädels wissen Baba auf paar Ace-Kicks. Striving for the greatest. Dieses Leben, ja, ich chase es. Hate nicht nur, weil du Copy-Paste bist. Hate nicht nur, weil du Copy-Paste bist. Dieses Leben, ja, ich chase es. Ja, krasser Kanzler. Ein krasser Typ, Digga. Der ist, ey, das ist nice. So ein Ding. So schön, ne? Song, so ein, ups, also ein so Kopfnick-Song, aber so mit oh so ein Spaß dabei. Ja. Man, das ist einfach Genuss. So, ja. Du hast Genuss beim Zuhören. So. Das ist so Musik, Digga. Mhm. Und bei. Das ist ein Genuss. Es ist so, als wenn du dem zuhörst, hast du nicht mehr so ein Gefühl, als würde er so einen Text runterrappen. Ja. Oder sondern du hörst einfach nur, als, wär, als würde der das Freestyle mit so einem Gefühl transportiert. Ja. Weißt du, Bruder, das Ding ist,
Das ist so Musik im klassischen Sinne. So, du hast so Feelings, die so Schwingungen erzeugen, Digga. Schwingungen, oder? Ja. Weil du hast heutzutage, ganz ehrlich, so viele Facetten, ja? So vom Actionreichen, von Comedy, von dies, von das. Das ist einfach so dieses klassische, Digga, du fühlst dich lebendig dadurch einfach. Ja, so. Ja, das so. Ist wirklich. Und der lebendig. Kann das so gut, Digga. Mhm. Der ist voll überzeugt gerade. Du kannst dich gut ausdrücken, Mann. Ich muss sagen, wenn ich Feelings fühle in einem Song, dann kann ich mich auch ausdrücken. Kaffee gesippt, lüg nicht. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze an der Stelle. Leute, ich sag euch ehrlich, es ist immer noch sehr viel versprechen. Ich bin so gespannt, wie sein Projekt aussehen mag. Leute, schreibt ihr mal in den Kommentaren, was ihr von Jamin haltet. Habt ihr schon seinen ersten Song reingezogen? Wenn nicht, checkt es ab. Ansonsten, wir haben auch eine Reaction dazu gemacht, könnt ihr auch gerne anschauen. Feiert den Jungen, supportet den Jungen, wenn ihr ihn feiert. Und lasst hier einen Daumen hoch da für unsere Reaction. Wenn ihr Lust habt. Und Abo, Kommentar. Dann haben wir alles aufgezeichnet. Ansonsten Beschreibung noch, Telegram-Gruppe, Instagram-Gruppe, noch mehr. Wow. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.